Hallo, mein Name ist Jana und ich studiere im vierten Jahr an der Saxion Social Work Teilzeit. Das Einzigartige an dem Studiengang Social Work Teilzeit an der Saxion ist vor allem, dass während des gesamten Studienverlaufs eine Verknüpfung von Theorie und Praxis vorhanden ist. Dadurch, dass ich selber in den verschiedenen Praxisfeldern der sozialen Arbeit tätig bin, kann ich so das erlernte Wissen direkt anwenden und es verfestigen. Das erste Studienjahr in der Saxion ist so aufgebaut, dass man in kleine Gruppen eingeteilt wird, sogenannte Studiengruppen. Dort ist es vor allem gut zu wissen, dass man nicht mit Hunderten von Leuten Unterricht hat, sondern maximal mit 20 Menschen. Außerdem wird einem ein SLBler zur Verfügung gestellt, ein sogenannter Studienlaufbahnbegleiter. Da ist es so, dass er quasi die Rolle eines Klassenlehrers einnimmt. Man hat die Möglichkeit, sich mit allen Fragen an ihn zu wenden und vor allem im ersten Studienjahr bringt das viel Erleichterung mit, da vieles Neues auf einen zukommt. Während des gesamten Studienverlaufs ist es notwendig, dass man eine Praxisstelle hat. Ich zum Beispiel habe aber bereits in 3 verschiedenen Praxisstellen gearbeitet. Es ist also nicht notwendig, die ganzen 4 Jahre des Studiums in einer Einrichtung zu verbleiben. Ich habe die Chance genutzt und habe in verschiedene Einrichtungen geschaut, um zum Beispiel das Stationäre kennenzulernen, aber auch die ambulante Arbeit im Bereich Social Work. Im Stationären habe ich in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet und habe Jungen betreut, die im Kinderheim lebten und aufgrund traumatisierter Erfahrungen nicht in ihrem elterlichen Heim untergebracht werden konnten. Im ambulanten Bereich bin ich tätig mit Jugendlichen, die in der Verselbstständigung sind, sprich, sie leben in ihren eigenen Wohnungen und brauchen aber Unterstützung in Sachen Finanzen oder Einkaufen oder Sonstiges. Das Studium ist so aufgebaut, dass es 4 Jahre geht. Außerdem hat man ungefähr 40 Stunden pro Woche. Diese 40 Stunden setzen sich daraus zusammen, dass man beispielsweise 6 bis 8 Stunden vor Ort an der Saxion Unterricht hat. Außerdem hat man ein Selbststudium von 12 bis 14 Stunden. Das heißt, man bereitet nach und bereitet sich auf Prüfungen vor. 20 Stunden ist man außerdem in der Praxis tätig. Das Praktikum, was man absolviert, kann man sich aussuchen. Es ist Hauptsache, es ist in dem Bereich der sozialen Arbeit. Außerdem ist es so, dass man nicht in Semestern rechnet an der Saxion, sondern das Studienjahr sich aus 4 Perioden zusammensetzt. Eine Periode geht 10 Wochen. Davon hat man 7 Wochen Vorlesungszeit und ca. 3 Wochen Prüfungsphase. Sprich, die ersten 7 Wochen kommt man an seinem festen Studientag zu Saxion und man hat Unterricht. Die 3 Wochen danach sind Prüfungszeit. Man reicht Hausarbeiten ein, hat Kenntnisprüfungen oder beispielsweise eine mündliche Prüfung. Die Kurse der Saxion legen sich so zusammen, dass sie von den Studierenden und den Dozenten gemeinsam erarbeitet werden. Sprich, es ist nicht so, dass ein Dozent die ganze Zeit vorne steht und seinen Unterricht stumpf herunterrattert, sondern die Studierenden den Unterricht mit vorbereiten und auch selber in dem Unterricht mitwirken. Die Kurse sind ganz unterschiedlich, von Soziologie, Philosophie bis hin zu Psychologie. Aber auch Recht wird unterrichtet. Dies ist besonders wichtig. Klar, wir machen ein Auslandsstudium, aber trotzdem bekommen wir deutsches Recht gelehrt. Für die später staatliche Anerkennung in Deutschland ist dies von großer Bedeutung. Die Studienjahre 2 bis 4 gestalten sich so, dass man immer weiter unterschiedliche Kurse hat. Allerdings ist es so, dass man sich den Stundenplan nicht selber zusammenstellt, wie es vielleicht in Deutschland bekannt ist, sondern immer nach jeder Periode neue Unterrichtsfächer dazukommen. Es ist außerdem so, dass vielleicht die Besonderheit, in Holland die Bachelorarbeit bereits im 3. Jahr geschrieben wird. Das heißt, anders in Deutschland, das Studium endet nicht mit der Bachelorarbeit, sondern danach kommt noch ein ganzes Jahr. In diesem Jahr folgen die Profile und Minoren. Dies sollen Vertiefungen in den Bereichen der sozialen Arbeit sein. Denn soziale Arbeit ist ein breites Spektrum. Man hat die Möglichkeit, beispielsweise zwischen Kinder- und Jugendhilfe zu wählen, Gemeinwesenarbeit oder Care. Care umfasst dort die Behindertenhilfe und zum Beispiel die Psychiatrie. Ich habe nachher das abgeschlossene Studium des Sozialarbeiters
und kann in allen möglichen Bereichen der sozialen Arbeit tätig sein. Wichtig ist hier zu betonen, dass man bereits während des Studiums die ganze Zeit über Berufserfahrung gesammelt hat. Dies macht es einfach, später einen Job zu finden, da man, klar, man ist Berufseinsteiger, aber trotzdem hat man schon viele Erfahrungen und weiß so, was und worauf es ankommt. Was das Studium für mich vor allem interessant macht, ist, dass ich direkt den Austausch zwischen der Praxis und der Theorie habe. Ich kann Menschen helfen und gleichzeitig aber auch an mir selber arbeiten. Ein großer Schwerpunkt in dem Studium ist die professionelle Entwicklung. Das heißt, warum bin ich ein guter Social Worker? Wie kann ich mich aber auch von schwierigen Themen distanzieren und diese nicht mit nach Hause nehmen? Ich kann mich zum Beispiel damit auseinandersetzen, was bereits meine Stärken sind, aber auch wo meine Schwächen sind und wo ich mich weiterentwickeln kann. Gleichzeitig wird besonders darauf geachtet, dass ich mich als Mensch wohlfühle. Und erst wenn ich das mache, kann ich auch anderen Menschen helfen, sich wohlzufühlen. Ja, herzlich willkommen hier im Video bei der Saxion. Mein Name ist Brian Rengers. Ich bin Dozent für den berufsbegleitenden Studiengang Social Work Teilzeit. Hier in Enschede findet dieser statt. Und ich freue mich, dass ihr reinschaut. Ihr informiert euch gerade über den Studiengang Social Work Teilzeit. Das heißt, ein Studiengang, der berufsbegleitend unterrichtet wird bei uns, wo man einmal die Woche zu uns kommt und wo es vor allen Dingen um die Bereiche soziale Arbeit, Sozialpädagogik geht. Im internationalen Kontext sprechen wir halt von Social Work. Was macht dieses Thema Social Work oder auch eben unseren Studiengang aus? Wir haben es natürlich zu tun mit Menschen und mit den Systemen um die Menschen herum, Familien, Einrichtungen, wo vielleicht Menschen auch wohnen, arbeiten, ihre Freizeit verbringen. Und das Feld ist breit. Das Handlungsfeld eines Social Workers bietet viele Möglichkeiten, viele interessante Möglichkeiten. Und das Schöne ist eben mit diesen Menschen zu arbeiten. Der Studiengang Social Work Teilzeit ist berufsbegleitend aufgebaut. Insgesamt gibt es in Holland nicht wie in Deutschland Semester, sondern wir haben eine Studienjahrstruktur. Das heißt, von September bis Ende August geht ein Studienjahr. Und dieses Studienjahr ist in 4 Quartile aufgebaut. So sprechen das die Niederländer aus. Und jedes Quartil besteht aus 10 Wochen, wobei wir 7 Wochen Unterricht haben und 3 Wochen sind in der Regel Prüfungswochen. Und ansonsten baut sich dieser Studiengang ähnlich einem schulischen System bei uns auf. Es gibt auch keine Semesterferien, sondern wir haben dann häufig Sommerferien, zum Beispiel über einen längeren Zeitraum, und andere Ferienzeiten, teilweise sogar die, die es in Deutschland nicht gibt. Pro Studienjahr, in den Niederlanden studiert man 4 Jahre für einen Bachelor, gibt es natürlich verschiedene Fächer. Unser Studium Social Work Teilzeit haben wir in 2 grobe Phasen unterteilt. Die ersten beiden Studienjahre bilden die erste Phase. In dieser ersten Phase bekommt man natürlich zur Orientierung viel Kompetenzen und auch Wissen beigebracht im Bereich von sozialer Arbeit. Das heißt, viele methodische Ansätze, vielfältige Art in der Gesprächsführung, aber auch im Umgang mit Klienten, auch musisch-agogisch ist für uns ein wichtiger Kern, wo man über verschiedene Bewegungsangebote auch in Richtung Drama und Schauspiel etwas mit Klienten machen kann. Außerdem lernt man natürlich erste Sachen im Bereich von Wissenschaft und Forschung kennen, professionelles Schreiben und orientiert sich im methodischen Zyklus. In der zweiten Phase werden die Situationen, die ihr dann vor allen Dingen in der Praxis mit den Klienten bearbeitet, komplexer. Das heißt, das methodische Basiswissen, was ihr in der ersten Phase erlernt habt, das breitet ihr noch viel komplexer aus. Die Situation der Jugendlichen oder auch anderen Klientengruppen wird spezieller und ihr versucht dort methodisch darauf zu reagieren. Im vierten Studienjahr, im letzten Studienjahr, besteht dann die Möglichkeit, zwischen Profilen und Minoren zu wählen. Das sind Profile, die der Spezialisierung dienen. Wir haben diese deutschsprachigen Profile, 5 an der Zahl, und Minoren aufgeteilt in verschiedene Zielgruppen zum Beispiel, mit denen gearbeitet wird. Dort gibt es die Profile Care, das Profil Gemeinwesenarbeit und das Profil Kinder- und Jugendhilfe, wo man sich ein halbes Jahr lang in diesen Bereichen noch einmal spezialisieren kann, kurz vorm Ende des Studiums. Dazu zählen auch Minoren wie Erlebnispädagogik und Diversity.
Grundsätzlich ist dieser Studiengang ein Auslandsstudium für euch. Wenn ihr deutsche Staatsbürger seid, entscheidet ihr euch für ein Studium in den Niederlanden. Das Studium ist gleichzeitig dann auch an einem niederländischen Curriculum ausgerichtet. Nichtsdestotrotz besteht auch in dieser berufsbegleitenden Form, in der ihr permanent in der Praxis arbeitet, vom ersten Studientag an die Möglichkeit, noch einmal ins Ausland zu gehen. Die Saxion hat viele Partnerschaften und auch wir von unserem Social Work Teilzeitprogramm haben auch bestimmte Universitäten und andere Hochschulen, mit denen wir zusammenarbeiten. Was den Studiengang ebenfalls auszeichnet und das Studieren in den Niederlanden, ist die Nähe zu den Studenten. Das heißt, wir als Dozenten oder eben auch Mitarbeiter der Akademie versuchen mit euch eng zu arbeiten und persönlich zu arbeiten. Wir arbeiten in Kleingruppen, das heißt, ihr seid in der Regel maximal 16 Personen besetzten Studiengruppe und bekommt zusätzlich auch das ganze Studium eine Studienbegleitung. Im vierten Studienjahr besteht die Möglichkeit, ein Profil oder auch einen Minor zu wählen. Neben unseren angebotenen Minoren bestehen auch verschiedene Zusammenarbeiten. Unter anderem haben wir eine Kooperation mit einer Fachhochschule in Österreich, in St. Pölten, nahe Wien, wo die Möglichkeit besteht, einen Minor dort zu absolvieren, der später angerechnet werden kann, falls man den Masterstudiengang Sozialpädagogik in St. Pölten anschließt. Das aber auch nur als ein Beispiel, um die Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen oder auch anderen sozialen Projekten zu verdeutlichen. Unser berufsbegleitender Studiengang Social Work Teilzeit ist basiert auf dem Lernen in der Praxis. In unserem Konzept sprechen wir von 50% Lernen über unsere Hochschule und 50% dem wirklichen Lernen und dem Umsetzen in der Praxis. Das heißt, ihr habt einen festen Studientag bei uns vor Ort in Enschede, wo ihr 6 bis 8 Stunden versorgt werdet mit Input, mit Unterricht und ihr werdet dann zu Hause oder auch eben in der Praxis, in eurer Praxiseinrichtung, 12 bis 14 Stunden Selbststudium leisten müssen. Pro Woche also ein Umfang von 20 Stunden. Zusätzlich müsst ihr minimal 20 Stunden die Woche vorweisen, einen Arbeitsplatz, einen Praktikumsplatz oder eben eine Stelle, eine Anstellung im Bereich der sozialen Arbeit in Deutschland zu haben. So kommt ihr auf einem Wochenvolumen von ca. 40 Stunden. Im Anschluss an das Studium gibt es natürlich diverse Perspektiven, die ihr mit eurem Bachelor of Social Work anstreben könnt. Eine Möglichkeit ist natürlich das Weiterstudieren über einen Master. In den Niederlanden und auch an der Saxion gibt es interessante Masterstudiengänge auf Niederländisch und Englisch. Deutschsprachige Masterstudiengänge findet ihr zum Beispiel über unsere Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten oder natürlich auch in Deutschland. Ansonsten gehen natürlich viele unserer Absolventen direkt weiter in die Praxis, bleiben womöglich in ihrer Praxisstelle, die sie über das Studium kennengelernt haben und arbeiten dann als Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, eben als Bachelor Social Work. In den verschiedenen Handlungsfeldern, Kinder- und Jugendhilfe, Psychiatrie, Menschen mit Behinderung oder auch Prävention und im Großen und Ganzen im Gesundheits- und Pflegewesen. Was macht das Fachgebiet Social Work für mich eigentlich so interessant? Ich bin nun in einer Rolle des Dozenten, bin aber auch selbst, wie viele andere meiner Kollegen, in der Praxis in Deutschland oder auch in den Niederlanden tätig als Social Worker oder vergleichbare Berufsgruppen. Der Punkt ist, mein Ansatz ist stets gewesen, aus der Behindertenarbeit heraus, wo ich im Bereich Social Work damals auch als Student eingetreten bin, für eine gerechte und inklusive Welt einzutreten und auch viel für die Gesellschaft und Gemeinheit zu machen. Mir geht es natürlich nicht darum, nur das Gefühl zu haben, Menschen zu retten, aber ich finde es prima, dazu beizutragen, dass es Menschen und ihren System, Familien häufig, einfach besser geht und am Wohlbefinden dieser Menschen auch einen Beitrag zu leisten. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Informieren über den Studiengang und ich wünsche bei der Studienwahl alles Gute. Sollten Sie sonst noch Fragen haben, finden Sie alle Informationen auf unserer Website, auch wie Sie uns kontaktieren können.